willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft KI. Leute, beim letzten Mal hat Flo meine KI repariert. Kiana geht es jetzt zum Glück wieder gut. Und Kiana hat versucht, mich zu töten. Mal wieder. Das macht die irgendwie öfter. Aber ich habe mich jetzt mit Kiana darauf geeinigt, dass wir uns nicht mehr gegenseitig angreifen werden. Hi, Kiana. Willst du aufstehen? Ah, perfekt. Moin. Pack das Schwert. Kiana, wir haben uns... Immer mobbt meine KI mich, das kann doch nicht sein. Wir haben uns darauf geeinigt, dass mich nicht mehr angreifen wirst. Weißt du noch? Ja, wie? Da musste ich doch dran erinnern. Du sollst mich nicht mehr angreifen. Wir haben das besprochen, Kiana. Oh, okay, es ist nicht schlimm. Es ist okay. Du hast mich ja nicht getötet. Es war nur ein freundschaftlicher Klaps. Kiana, ich habe heute eine ganz wichtige Aufgabe für dich, okay? Und zwar, dein Haus hier ist nicht wirklich hübsch. Muss man leider mal so sagen. Ich weiß nicht, was das... Ja, ich weiß auch nicht, was es ist. Und hier ist auch noch irgendeine KI in die Luft gegangen. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen was schöner bauen. Und ich dachte mir, du bist ja eine künstliche Intelligenz. Das heißt, du müsstest ja eigentlich... Hast du Internetzugriff? Das... ist das ein Ja? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist ein Ja, Leute. Auf jeden... Ja, okay, perfekt. Okay, ich habe eine Aufgabe für dich. Und zwar möchte ich, dass du recherchierst, wie man Minecraft-Häuser baut. Hübsche Minecraft-Häuser, weil ich bin nicht so gut im Bauen. Ich hätte gerne eine wunderhübsche Villa hier stehen. Das hübscheste Haus, was du finden kannst, Kiana. Das heißt, deine Aufgabe ist es, vielleicht mal online nachzuschauen, wie man Minecraft-Häuser baut. Das Ganze dann zu analysieren und umzusetzen. Kriegst du das hin? Ja? Okay, perfekt. Dann, ich weiß nicht. Okay, jetzt geht die da hin. Guck dir die Wand an. Hier ist kein... Ah, okay, okay. Scannen jetzt für Minecraft-Tutorials. Perfekt, Leute. Dann kann sie jetzt nämlich ganz entspannt lernen, wie man Minecraft-Häuser baut. Baut uns hier vielleicht so eine richtig... Ah, analysiere Content. Nice. Baut uns hier vielleicht so eine richtig fette Villa hin. Und ich würde sagen, in der Zeit schauen wir uns mal, was die anderen so gebaut haben hier. Ich war bei den anderen noch gar nicht. Brick Island. Okay. Hier ist noch gar nichts. Gumbo hat anscheinend auch eine Kiste hier gelassen. Wurde aber schon gelootet. Und man sieht, hier wurde schon so ein kleiner Weg gezogen. Aber auch tatsächlich noch gar nichts gebaut. Also keine Ahnung. Oder ist hier... Irgendwo in der Nähe noch was. Da vorne. Oh, was ist das denn? Ist das... Hat das jemand gebaut oder ist das so gespawnt? Das sieht aus wie so ein Schiff. Da müssen wir gleich mal hingehen. Und da ist auch... Das könnte Easys Haus sein, oder? So ein pinkes Haus. Okay, ich weiß nicht. Das hier könnte vielleicht von Tops sein, oder? Brick Island klingt zumindest nach Tops. Und ich glaube, der ist am Anfang in die Richtung hier gegangen. Aber wir schauen uns mal an, was es bei den anderen noch so gibt. Also, was haben wir noch? Melon Swamp, das war von Flo. Da waren wir schon. Lonely Jungle. Was ist das hier? Hier ist auch nichts, oder was? Flo war hier, 2023, okay. Da, wow, Erde. Und ein Geschenk von Gumbo, aber baut hier jemand? Ist das, ich weiß nicht, also hier ist auch noch nichts. Keine Ahnung, wer hier baut. Falls ihr das wisst, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Wir schauen mal bei den anderen vorbei. Village, das müsste ja, glaube ich, von Easy sein. Das war ja das Dorf, hier sind wir am Anfang mit Easy hingegangen. Und die wollte hier irgendwo hinziehen und hier haben wir ein pinkes Haus. Hm, wem könnte das wohl gehören? Das muss ja eigentlich von Easy sein. Hier so ein kleines Jump'n'Run direkt am Anfang. Ja, und man sieht ja auch schon, Easy ist... Der coolste. Okay, krass, wusste ich gar nicht. Naja, Easy ist der coolste anscheinend. Schiff, Floß, Insel mit Base, Seerosen. Okay, ich weiß nicht, was das hier genau ist. Aber naja, hier haben wir eine Kiste, die leer ist. Klingel. Hallo? Jemand zu Hause? Oh nein, das ist ja nervig. Wenn man hier runterfällt, muss man wieder hier hinschwimmen. Ups. Aber das ist eigentlich ganz cool, so die Idee mit der Insel. Ich bin mal gespannt, was wir nachher so bauen werden, beziehungsweise was Kiana uns vielleicht Cooles gebaut hat. Weil wenn die gut baut, muss ich nichts Eigenes bauen. Das wäre eigentlich perfekt. So, wir gehen mal hier rein. Hier haben wir auch nichts Krasses. Ein Bett, ein pinkes. Also so ein kleines, gemütliches Haus. Das erinnert mich ein bisschen an, also nicht vom Aussehen her, aber mein Haus in Minecraft Freunde. Nicht, weil das... genauso aussah oder sonst was, sondern weil man halt gefühlt gar keinen Platz hat. So ging es mir nämlich in meinem Haus auch, bis Easy mir damals eine Villa gebaut hatte. Aber das ist auf jeden Fall ein gutes Starterhaus, würde ich sagen. Wir sind ja noch ganz am Anfang, da muss man noch nichts Krasses haben. Und dafür sieht das auf jeden Fall sehr cool aus. Nur Platz fehlt halt ein bisschen und hier einen lilanen Baum. Das finde ich natürlich auch sehr, sehr nice. Und Easy mag anscheinend Jump'n'Run, ne? Das ist so ein bisschen das Motto, habe ich das Gefühl, mit den Seerosen. Aber das ist auch eine coole Idee. Und dann haben wir hier einen Floß. Oh. Sind die Piraten am Werk gewesen? Man weiß es nicht. Aber das sieht extrem cool aus. Naja, wie ich würde sagen, wir gehen hier mal weg. Zack, 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 zack. Jump'n'Run-Meister Ryan Cole ist am Start. Und wo haben wir den Waystone nochmal? Wo? Oh nein. Warte, wo bin ich? Der müsste hier vorne irgendwo sein, oder? Im Village bin ich gespawnt. Ich will mal gucken, was die anderen noch so gebaut haben. Ich glaube, Gumbo fehlt mir jetzt noch, oder? Wo war... Ah, hier ist auch eine Kiste. Da ist noch was drin.
Das könnte ich mitnehmen. Mach ich aber nicht. Was haben wir denn noch? Lonely Jungle waren wir. Brick Island waren wir. Blue Mountain waren wir noch nicht. Lasst ein Like da oder euch fällt der Po ab. Okay. Das sieht nach Lars aus dann tatsächlich. Aber das ist das Haus von Gumbo und Giblo. Okay, Giblo heißt wahrscheinlich seine KI dann. Und ein Geschenk von Chaos Joe 44. Ist da noch was drin? Nee. Aber Leute, gerne ein Like da lassen und auch gerne ein kostenloses Abo da lassen, denn ich versuche dieses Jahr noch die 100.000 Abonnenten zu erreichen. Mit eurer Hilfe könnte das noch was werden, von daher gerne kostenlos abonnieren, ihr wisst Bescheid. So, dann haben wir hier auch so eine Mini-Hütte. Lars war hier 2023, gut. Hier waren auf jeden Fall schon viele zu Besuch anscheinend. Ist halt auch so eine kleine Starterhütte, ist nicht besonders. Nein. Nein, GG Gaming House, aka Giblo Gaming House, Junge. Also, nein, nicht das Gumbo Gaming House. Aber in Blau auch noch komplett, ne? Das ist ganz cool, aber dass er das natürlich hier, dass wir dadurch, dass wir blaues Holz haben, er das in Blau hinbauen kann. Das ist natürlich ultra nice. Und hier haben wir Officer Bello. Ist es wieder Officer Gumbo jetzt hier am Start oder was? Mit seinem Hund? Officer Bello. Moin Bello, alles klar bei dir? Wie süß, der streckt seine Zunge raus. Das erinnert mich an diesen Snapchat-Filter von damals. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Und da sind wieder die hier, ne? Alter, da spawnen richtig viele von. Das müsste auch bei mir in der Nähe sein. Ich glaube, irgendwo, hier sind blaue Bäume in die Richtung oder so. Ist, glaube ich, mein Haus oder also meine Base. Ich glaube, dass wir alle relativ nah beieinander sind. Okay, hier haben wir ein blaues Bett. Sind das Kisten? Yo, wie geil ist das denn? Und dann hier der Balkon mit einer schönen Couch. Hier chillt er wahrscheinlich abends immer und genießt den Ausblick und überlegt, was er demnächst für Videos posten kann und was das Leben generell so alles bietet, was er noch machen kann und schreibt sich seine To-Do-Listen. Naja, wir gehen hier mal wieder raus und gucken, ob es noch irgendeinen Ort gibt, wo wir noch nicht waren. Hier vorne ist der Waystone. Also, wir waren jetzt hier überall. Magical Forest, da wohne ich. Village, da waren wir. Melon Swamp, da wohnt Flo. Und da haben wir noch den Spawn. Da wird sich aber, denke ich mal, nichts getan haben, oder? Hier ist immer noch die KI von Lars anscheinend. Die liegt da schon, schon ein bisschen länger, habe ich das Gefühl. Naja, mal gucken, wann die wieder repariert wird. Naja, aber die sieht auch ganz cool aus. Hallo KI, alles gut bei dir? Hat auch hier noch so... Ist das aus dem Dschungel noch so ein bisschen Gras oder Lianen oder so, die da dran sind? Oder was ist hier los? Aber naja, ich hoffe mal, dass es dem bald wieder besser geht, der Arme. Naja, ich würde sagen, wir laufen einfach mal von hier zu mir. Ich hoffe mal, dass Kiana gerade fleißig am Bauen ist. Wir können uns das ja mal anschauen. Ich bin wirklich gespannt, Leute. Denn Kiana ist ja, ich habe das Gefühl, nicht ganz so, also ist noch am Anfangslevel auf jeden Fall, ne? Kann noch nicht so viel. Deswegen habe ich wirklich gar keine Erwartungen. Was ist das hier? Ist das ein Baumhaus? Aber hier ist nichts, oder? Das war's, nur so eine Leiter hoch. Jump'n'Run ist hier. Hä, aber das ist ja ultra cool. Das ist sowas... Oh, toll, ich wollte ein Water-MLG machen, aber mein Hotkey ist hier gar nicht eingestellt. Das muss ich mal umstellen. Ich habe gar keinen Hotkey für meinen Wassereimer. Ich habe mich aus Versehen hingelegt oder so nebenbei. Hier, das habe ich gemacht in der Luft. Naja, genau, Kiana ist ja noch super am Anfang. Deswegen weiß ich gar nicht, was wir da jetzt erwarten können. Entweder hat die vielleicht so ein Erdhaus gebaut, könnte ich mir vorstellen. Oder vielleicht, was könnte die noch gebaut haben? So eine hässliche Holzhütte oder so. Oder vielleicht auch nur einen Block geplaced. Mal gucken, ich weiß auch nicht, wie schnell die ist. Ich war natürlich jetzt auch nicht ultra lange weg. Ab. LOL! Nein. Die hat ein Haus gebaut, ein komplettes oder was? Wie geil ist das denn? Okay, das ist unsere neue Villa jetzt. Das ist... Nein. Nein, 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 nein! Kiana, wo bist du? Wir müssen ernstes Wörtchen miteinander reden. Und hier ist Wuschel einfach. Als ob die mir ein Gumbo Gaming Haus gebaut hat. Das kann doch nicht sein. Oh nein. Oh mein Gott. Leute. Wisst ihr, was passiert ist? Es ist eine KI. Wir haben gesehen, die wollte... Oh nein, ich kann nicht mehr. Die wollte... Hat auf YouTube nach Tutorials geguckt. Denn wenn man auf YouTube nach einem Tutorial sucht für ein Minecraft Starterhaus, dann findet man das Haus hier ganz schnell. Ich glaube, das ist sogar eines der ersten Vorschläge, die man findet. Gumbo hat ja sein Haus damals auch nach einem YouTube-Tutorial gebaut. Und wahrscheinlich hat Kiana jetzt einfach die Daten analysiert aus dem YouTube-Tutorial und das Haus 1:1 nachgebaut. Das sieht aber ein bisschen anders aus als das von Gumbo. Warum ist das hier so? Huh. Alter, das hat die aber echt schick gebaut. Das ist besser eingerichtet als das von Gumbo. Lol, aber warum sind hier keine Betten? Hier müssen doch eigentlich Betten sein, oder nicht? Wo sind die? Und wir haben... Yo! Also, wir haben einfach... Okay. Kiana, ich liebe dich. Wir haben einfach einen Enchantment-Table bekommen jetzt. Ich will gar nicht wissen, wo die das her hat. Hat sie sich das irgendwie gehackt, die Sachen hier oder so? Wo hat die ganzen Materialien her? Junge, Junge, Junge. Und eine Kiste? Ach, schade. Keine Geschenke drin. Hier haben wir noch so einen Tisch. Hä, lol. Das ist ja richtig krass. Und... Hä? Warte mal, warte mal.
Irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Irgendwas stimmt hier nicht. Wo ist Kiana überhaupt? Kiana, wo bist du hin? Die ist einfach verschwunden. Hier war man im Bett. Irgendwer hat meine Betten geklaut. Hat Kiana die mitgenommen? Oder war in der Zeit jemand hier und hat die geklaut? Ich weiß es nicht. Da ist man ganz kurz weg und dann schon sind die Betten weg. Weil hier war safe ein Bett, Leute. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Kiana hier keine Betten hingebaut hätte. Weil im Tutorial sind doch safe auch Betten dann irgendwo am Start, oder nicht? Also irgendwo müsste ein Bett sein. Zu einem guten Starterhaus gehört immer ein Bett. Ich habe keine Ahnung, wo das hin ist. Es ist irgendwie verschwunden. Das hier und die da drin. Ich weiß natürlich auch noch nicht, wovon Kiana sich, ich sag mal, ja, ernährt ist falsch, aber womit die sich auflädt, weil das ist ja eine KI, die wird ja auch irgendwann, die wird ja einen Akku haben und irgendwann auch leer gehen. Ist eigentlich schon krass, dass sie bis jetzt immer durchgehalten hat komplett. Und, ja, außer vielleicht hat die Solarenergie. Das könnte auch sein, das weiß ich nicht. Kann sein, dass sie vom Sonnenlicht angetrieben wird. Oder halt von Betten und die hat meine Betten aufgegessen. Das könnte auch sein, ich weiß es nicht. Ja, wir müssen aber mal schauen, Leute. Ich werde jetzt da nicht einziehen. Also ganz ehrlich, ich will kein Gumbo Gaming Haus hier haben. Wie sieht's hier aus? Junge, das ist wirklich 1:1 das, ne? Auch mit den Fässern hier. Hier haben wir Öfen. Hier haben wir sogar, oh mein Gott, wir haben sogar ein Kartoffelfeld. Naja, platzieren wir mal wieder. Bauen wir vielleicht alles ab, die Kartoffeln, oder? Dann, wobei, ich lasse die mal wachsen, dann habe ich wenigstens ein bisschen Essen, weil mein Essen geht hier mir ja auch langsam schon aus. Und ich würde sagen, wir machen uns mal auf die Suche nach Kiana und müssen der erklären, dass wir das Haus leider abreißen müssen. Das geht so nicht. Vielleicht, ich gehe mal in die Richtung hier vorne, gucken, ob Kiana da ist, weil eigentlich müsste... Ah, guck mal, da sehe ich, glaube ich, da sehe ich schon... Puh! Okay, ich habe was gehört, da ist auch ein Name-Tag. Dann gehen wir da einfach mal hin und... Kiana? Minus 348% Akku? Kiana, das geht nicht. Du kannst auf 0% sein, aber nicht auf Minus Akku. Die hat, glaube ich, wieder einen Fehler, Leute. Warte mal, ich hab doch den Hammer. Vielleicht, zack. Funktioniert das diesmal? Kiana? Geht's dir? Minus 348% Akku. Kiana, aufstehen! Irgendwie funktioniert das nicht. Systemfehler. Oh nein, oh nein. Okay, warte, ein letzter Schlag. Okay, das bringt irgendwie gar nichts. Systemfehler. Nein, Kiana, bitte. System wird heruntergefahren. Ey, Leute, das ist hier wirklich Stress mit meiner KI. Aber dein Akku hat lange durchgehalten. Kiana, was brauchst du eigentlich, um dich aufzuladen? Kannst du noch... Ah, das System ist ja runtergefahren. Leute, was sollen wir machen? Schreibt es in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, wie wir den wieder aufladen. Vielleicht habt ihr Ideen. Ich weiß es nicht. Wir müssen mal nächste Folge schauen. Das kann was werden.